back from the dead. Mittwoch, der 17. April 2019. Willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops. Und am Anfang ist erstmal, holy shit, wer ist ja alles gegrüßt. Wir haben Slay Dogs, wir haben Only Lobby, wir haben Borky, wir haben Van Snipe Sun, Lauchi, Goodness, wen haben wir noch? Eevee, Philipp, den Fighter Prime und natürlich Luki, der niemals schlafen geht. Und ich würde sagen, wir schauen mal in den Shop rein, denn heute ist tatsächlich was Neues drin. Also angefangen auf der Feature-Seite. Wir haben den Panda Teamleader am Start. Ja, ich feiere den nicht. Ich feiere diese Pandas irgendwie nicht. Ich weiß nicht wieso. Und sein Backpack feiere ich auch nicht. Wenn das Backpack wenigstens geil wäre. Beim Original gibt es ja so eine Schleife als Backpack. Das feiere ich. Aber hier das irgendwie nicht so. 2000 V-Bucks finde ich auch schon krass. Vor 70 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Auf der anderen Seite bei den Features haben wir den guten Herrn hier. Und zwar den Tender Defender mit dem Ei auf dem Rücken. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine Anspielung auf Ostern ist oder so. Oder ob das jetzt unser Osterskin ist. Oder ob wir nochmal welche sehen werden. Mal schauen. Die Hasen hatten wir ja schon mal. Vielleicht kommen die nochmal wieder. Auf jeden Fall 1500 V-Bucks für den guten hier. Vor 97 Tagen das letzte Mal drin, also schon eine ganze Weile her. Genauso wie Scrambler. Und dann haben wir noch das gute Stück hier, den Flappy Flyer. Der ist noch gar nicht so lange her, dass der im Shop war. Der ist noch recht frisch. Der war vor 30 Tagen erst das letzte Mal drin. Also der wiederholt sich auf jeden Fall. Aber Scrambler und der Tender Defender auf jeden Fall ziemlich lange her. 97 Tage, also etwas über 3 Monate. Ist schon ein Weilchen her. Ja, bei den Dailies, dann haben wir den Marino am Start für 1200 V-Bucks. Sieht aus, als wenn der auf Urlaub ist. Passt ganz gut mit ein paar Bananen hinten auf dem Rücken. Also auf jeden Fall Notgepäck dabei, falls was passieren sollte. Nice, das Skin auf jeden Fall. Ziemlich relaxing, auch mit der Sonnenbrille und so. Ist schon geil. Vor 36 Tagen das letzte Mal drin. Und dann kommen wir auch schon direkt zum neuen Item. Und zwar zu der Relax-Axe. Ja, wir haben jetzt den Doppel-Dedo-Luftballon, wir haben die geschälte Banane, die zur Hälfte rausguckt und jetzt haben wir eine Palme mit Kokosnüssen dran. Ach, ich weiß nicht, der Sound, den finde ich nicht so geil. Ja, ist Standard halt, ne? Hört am Ende so an, als wenn ein paar Kokosnüsse aneinander klatschen. Wäre cool gewesen, wenn irgendwie so eine Kokosnuss runterfällt oder so beim Hauen oder so. Aber ist auf jeden Fall geil. 800 V-Bucks. Muss natürlich in die Sammlung auf jeden Fall rein zu den 3 außergewöhnlichen Pickaxen. Ja, 800 V-Bucks. Richtig nice. Dann, ja, Fresh Cut ist drin für 500. Da hört sich auf jeden Fall clean an, muss man sagen, vom Schwung her. Von 29 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Dann haben wir Volleygirl drin. Wir hatten ja Birdie erst drin. Und Birdie war ja grün. Von der Rarity her, hatte 1200 gekostet am Anfang, dann nur 800 und war eigentlich nur ein Remodel von der hier, von Volleygirl. Deswegen, ja, die kommt mit Backpack natürlich, was jetzt auch nicht so geil ist, das Backpack, muss ich sagen. Die andere nicht. Bisschen schwierig zu sagen, aber ich finde die irgendwie trotzdem geiler, weil die das Original ist. Die andere war einfach nur so ein faules Remodel von Epic, muss man ganz ehrlich sagen. Von 29 Tagen ist das zu meinem Shop gewesen. Geiler Skin auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir noch 2 Emotes zum Ende, und zwar einmal Laugh It Up, die Eselslache, 500 V-Bucks. Vor 38 Tagen das letzte Mal drin. Das sieht so nice aus, ne? Und natürlich Elektro-Shuffle. 800 V-Bucks. Vor 16 Tagen das letzte Mal drin. Auch irgendwie schon mittlerweile ein Klassiker geworden. Ja, schon richtig nice. Ja, mein Highlight heute ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, mein Highlight ist heute Volleygirl. Ich feiere Volleygirl oder der Marino. Die beiden sind geile Skins auf jeden Fall. Coole Sache, dass die drinne sind. Die Feature-Seite, naja, da muss man wirklich draufstehen. Das ist richtig Geschmackssache, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn die sind erstens teuer, also zumindest der Panda. Und da muss man wirklich draufstehen, um die geil zu finden. Oder vielleicht eine Sammlung haben von den Bären. Dann wird das vielleicht Sinn machen. Deswegen, mein Highlight geht raus an Volleygirl oder Marino. Könnt ihr mal reinschauen, was euer Highlight ist. Dem ganzen Shop gebe ich heute nur eine 5 von 10. In der Erwartung, wir sehen natürlich jetzt ein Update. Das heißt also, morgens früh kommt ein Update. Vielleicht sehen wir wieder ein paar Encrypted Files. Und vielleicht sehen wir da wieder ein paar neue Skins, die da rauskommen. Da würde mich auf jeden Fall interessieren, was da drin ist. Wenn ihr das genauso seht, dann schaut auf jeden Fall heute Mittag mein News-Video. Es gibt jeden Tag von mir Daily News. Und da werde ich auf jeden Fall ein paar Neuigkeiten reinbringen. Da gibt es nämlich auch interessante Neuigkeiten zum Loot Lake übrigens. Und ja, dann würde ich sagen, bis hierhin. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da, unterstützt mich gern mit dem Creator-Code Van Snipes. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.